Weiter geht's im Sand Canyon bei Kirby's Dream Land 3. Und hier wollen die wohl schaufeln. Die Musik. Meme-Legende, die Musik. 1, 2, Haferbrei. Kirby ist ein rosa Kerl. Also, wer das Lied nicht kennt, ihr habt was verpasst im Internet. Definitiv. Es ist zwar nicht die Version, aber es ist trotzdem das gleiche Lied. Auch wenn es eigentlich von einem anderen Spiel wäre. Und im Sand sind wir langsamer, merke ich. Da sollen wir aufpassen, wo wir lang gehen. Ich hätte lieber die Feuer-Ability. Denn die mag ich ein wenig mehr. Ich finde einfach nur die Putz-Ability einfach lustig. Aber die ist nützlicher, finde ich. Mit der kommt man nämlich gut voran. Und hier kriege ich wahrscheinlich ein Enderbuddy. Ja, und weil man sie so wenig gesehen hat, nehmen wir Chuchu. Außerdem mag ich Chuchu sowieso ein bisschen mehr als dich. Also, tut mir leid, wie das aussieht. Wie das aussieht. Schon ganz lustig. Ah. Genau, mit Chuchu kann man leider nicht die ganze Zeit fliegen, so wie mit anderen Charakteren. Aber zumindest kann man mit ihr überfliegen. What? Sie kann an der Decke kleben? Das wusste ich nicht. Das wusste ich wirklich nicht. Und wie habe ich das denn gemacht? Warte, was? Ich kann mehr oder weniger. Was? Ich weiß halt nicht, wie ich das anstelle. Und kannst du bitte aus dem Weg gehen? Ich muss da durch. Was? Oh, Stern. One up. Wow. Das ist aber echt cool irgendwie. Elektro könnte. Nein! Ich will sie behalten! Oh, jetzt verstehe ich die Ability. Wenn ich gedrückt halte, also beide Knöpfe gedrückt halte, dann kann ich wie so ein Heißluftballon so hochfliegen. Das ist ja mega cool. Aber Kirby sieht sehr cursed aus, weil er auf einmal kein Gesicht mehr hat. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie sieht das mit dem Charakter hier aus? Piu! Ich meine, es gab mal so eine UFO-Ability in Kirby's Adventure. Und das ist literally einfach genau das, einfach die UFO-Ability. Und die hat genau das gleiche getan. Und kann es aufladen? Ich sah gerade zumindest so aus, könnte ich es aufladen. Jetzt wieder. Hey, ich will rein! Hier ist wieder ein Raum. Bonusraum. Okay, es gibt zwei weitere Bonusräume. Kriege ich hier einen Hinweis oder sowas? Ah, okay. War irgendwie vorher noch ein Raum, den ich verpasst habe oder so? Oder was soll das mit sagen? Ich weiß es nicht genau. Ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Und jetzt versuchen, mit der Ability hier durchzukommen. Piu! Gehen weiter und finden dann einen Gegner, den wir bisher noch nicht gesehen haben. Wir sind eine Hexe! Hui, aua. Oh, das ist super. Oh, das ist eine tolle Ability. Er muss aber gedrückt halten. Oh, das mag ich. Das ist cool. Wie kommen wir da denn überhaupt hin? Da können wir ganz weit nach oben. Also das geht auf jeden Fall. Oh, wie cool ist das denn bitte? Und Kirby kann man gar nicht mehr sehen, der versteckt sich einfach hinten. Oh, Hallöchen! Soll ich dir beim Putzen helfen? Muss ich was machen? Das kann man der Sound. Habe ich die falsche Ability? Nee, ich habe das Gefühl, ich habe die richtige. Oder vielleicht muss ich von dir abspringen. Ja, ich mach mal ein bisschen sauber, ne? Ich putze ein bisschen für dich. Ich hoffe, das war genug. Ich weiß es nicht. Er hat jetzt nicht reagiert drauf. Ich habe vielleicht irgendwas falsch gemacht. Oh Mann. Naja, was. Ey! Hä, lol! Ich kann hier den Boden wegwischen. Also sauber wischen. Habe ich das im anderen Raum auch gemacht? Habe ich gar nicht gemerkt. Ah, Spinne! Ja, fegen wir mal ein bisschen. Ich weiß nicht warum, aber man muss sehr viel fegen in diesem Spiel. Und das war anscheinend die Quest. Hat das eine geheime Botschaft, das Spiel? Immer schön Zimmer putzen oder sowas? Wer weiß. Ich komme da nicht durch, ne?
Nicht so gut. Ja komm, machen wir so. Ich muss immer so dran denken, als wäre sie so eine kleine Teenage-Hexe. Wow. Jetzt sind wir wieder in der Höhle drin. Diese blöden dunklen Materiendinger müssen wir wegmachen. Die stören. Was ich noch nicht gesagt haben sollte, GUI besteht auch aus dunkler Materie, aber weil GUI vornherein nicht böse ist, ist er nett mit uns. Sind wir cool miteinander. Ja, weil normalerweise ist der dunkle Materie böse, aber GUI ist einfach nicht böse. Er ist einfach eine nette Seele. Er ist ein bisschen albern. Nette Seele. Und ich werde ihn nicht rausholen. Ich werde ihn beim nächsten Bosskampf wieder rausholen. Ich werde es wieder versuchen. Beim letzten Bosskampf ging es nicht, weil... Gründe. Ich bin fast tot. Hat einfach nicht gepasst in dem Moment. Schaut euch mir am besten die Folge an mit dem Bosskampf. Ich glaube, das war die letzte. Das müsste die letzte gewesen sein. Dann wisst ihr mehr. Wahrscheinlich ist es unter Wasser noch... Oh nein! Ah, jetzt kann ich sogar nachgucken. Ich glaube, unter Wasser sind ein paar Sterne. Wahrscheinlich. Nicht? Nee. Okay, unter Wasser ist gar nichts. Das ist einfach nur zum Nerven. Da ist nichts. Pech. Ah, das hat nicht so geklappt, wie es wollte. Fat Kirby. Kirby ist süß. Ich mag Kirby. Vor allem mag ich das Design, was er in diesem Spiel hat. In späteren Spielen bekommt ja Kirby ein kleines Redesign. Also größtenteils eigentlich nur im Gesicht. Neue Augen, neues Blush. Sage ich jetzt mal. Also neue Wangen. Aber ansonsten ist es das gleiche. Aber trotzdem, dieses Redesign ist es nicht schlecht. Aber ich mag dieses Design mehr. Ich finde dieses simplere Design hier super knuffig. Oh, Genies. What a Genies. Ich versuche gerade irgendwie so einen Joke zu machen mit Waddle Dee und Genies, aber mir fällt da nichts ein. Schade, Schokolade. Und das war das Level. Haben wir es geschafft? Ja, wir haben ihn glücklich gemacht. Ich habe ihm geholfen. Er muss dringend zu einem Date und hat keine Zeit zu putzen. Deshalb habe ich ihm gerne geholfen. Viel Glück dir. Nein! Schade. Naja, wir sind trotzdem relativ hoch aufgeheilt. Somit rein ins nächste Level. Mit einem Eierkopf. Keine Ahnung. Was bist du denn für einer? Oh, jetzt rennst du weg, ne? Jetzt rennst du weg. Sicher? Oh, ich habe schon länger nicht mehr gehabt, den Cutter. Den Babala Cutter. Warte, geht's da weiter? Oh, ja, okay, da geht's weiter. Ich dachte, rechts wird's weitergehen und hier ist nur die Ability mehr nicht. Nö, hier geht das Level lang. Der Stein. Stone Ability ist okay, aber brauche ich jetzt nicht. Ganz ehrlich, die Cut Ability ist ziemlich basic. Also die ist so mit Tier. Soll ich mal so eine Tierlist machen von allen Abilities in jedem Kirby-Spielen? Hätte ich darauf Lust? Aber ich habe schon so meine Meinungen zu Abilities in den Spielen. Eis ist meistens die beste. Ja, wir bleiben bei Chuchu. Wir hatten sie vorhin. Und mir hat sie eigentlich gefallen. Schwing das Lasso. Ich bin Kabay und den Jana. Ah, Hilfe, Hilfe. Schwindet. Bam. Apropos Indianer. Seid gespannt auf zukünftige Videos, aber mehr sage ich nicht. Und ich finde die Ability lustig mit Chuchu und dem, mit dem hier. Ja, genau. Wir haben aber noch nicht alle Abilities gesehen in dem Spiel. Also, aua. Eine Ability gibt's noch, die wir noch nicht gesehen haben. Und ich glaube, die wird uns extra verschwiegen, weil sie wahrscheinlich wieder mal die beste Ability ist. Obwohl es so eine basic, also so eine Standard-Idee ist für eine Ability. Nein! 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 Muss ich aufpassen. Ich habe mich leider viel zu oft treffen lassen, aber ich wollte unbedingt die Ability. Ja! Oh nein!
Ach komm, Spiel. Okay. Ich muss vorsichtiger spielen, glaube ich. Ein bisschen mehr aufs Environment aufpassen. Vielleicht jetzt auch mal auf die Gegner warten. Vor allem ist das generell hier so ein Level-Design. Da sollte man wahrscheinlich eher abwarten. Und wie böse, diese Steine tun nur mir was. Aber diesen Krabben tut's gar nichts. Kann ich kicken mit ihr? Nee, ich kann mit ihr nicht kicken. Ich glaube, man kann generell nicht kicken, während man ein Animal Buddy so bei sich hat. Oder was heißt Animal Buddy? Was ist das überhaupt? Was soll Chuchu eigentlich darstellen? Es ist einfach ein Blob. Ja, wer kann es ja nicht sagen? Es ist ein Blob. Ne, wir haben einen Hamster, Fisch, eine Eule, eine Katze, einen Vogel. Wir haben hier zwei Blobs. Ja. Verdammt. Aber ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Und ich wollte es nur zeigen, deshalb habe ich ihn rausgeholt. Hier immer. Schwinde! Schwinde! Oh Gott. Ist auf jeden Fall nicht meine Lieblingsability. Combo. Stimmt, wir können auch einfach sagen Combo. Weil das macht auch Sinn. Oh, das traue ich mich nicht. Das traue ich mich irgendwie nicht. Ach, die kann man. Was? Die kann man auch so grabben? Oh nein. Nein. Stopp. Stimmt, ich kann auch einfach von oben dann gehen. Ah, aber jetzt habe ich hier den Block schon kaputt gemacht. Jetzt ist es zu spät dafür. Habe ich schon wieder vergessen. Wow. Super. Toll. Yippie. Oh, oh, oh. What the hell? Lava. Dann gib mal Feuerability. Dann fliegen wir hier mal ein bisschen rum, ne? Ich finde, ich weiß nicht wieso, aber dieser Sprite hier sieht so cursed aus für mich. Würde mal einer sagen, dass da oben ist nicht Chuchu, sondern Kirbys Gesicht. Ich würde der Person einfach glauben. Nein! Nicht sterben. Ah, nee, das geht nicht. Nein! Ach komm! Das ist ein schweres Level! Vor allem mit Chuchu ist das Level schwer. Okay, gut, ich habe mich für Chuchu entschieden. Eigentlich ist es mehr oder weniger auch meine Schuld. Ich hoffe, ich brauche sie nicht. Warte, was sagen eigentlich die Challenge in diesem Level? Haben wir die schon gemacht? Nee, oder? Ich glaube, die kam noch gar nicht. Oder? Komm her. Kann alles kaputt stampfen. Das ist aber ein langes Level wieder. Manche Level sind super kurz und manche nicht. Ach, hier ist die Challenge. Minigame wieder. Hä? Drei von denen. Der eine hat ein anderes Gesicht gehabt. Ja. Ah, okay. Drei wieder? Vier wieder? Aha. Was? Ich dachte, einer von denen hätte ein anderes Gesicht gehabt. Aber ich habe halt nur fünf mit Gesichtern gesehen und dachte mir, okay, dann mach ich einfach fünf. Wow, knapp. Ich hätte fast verloren und so. Hehe, ja, ja. Wir reden nicht drüber. Das ist ein Geheimnis zwischen uns beiden. Da wartet so ein schwarzes Etwas, so ein schwarzer Blob unten in der Lava auf mich, dass ich da erscheine. Böse, böse. Bam, bam, bam. Wir zerstören ja alles, was in unserem Weg steht. Alles! Ob groß oder klein. Der Waddle die Ballon, der kann auch ruhig fliegen. Mir egal. Oh, hi, Missingo hier. Spaß. Aber sieht ein bisschen so aus. Ah, endlich mal wieder Sterne. Hä? Kirby? Hey, Kirby! Warte mal, ich bin doch Kirby. Wenn man mit Kirby springt und der fällt und man nichts drückt, dann macht er seine altbekannte Pose. Die hier. Fällt mir auch erst jetzt auf. Und ich fliege hier mal kurz ein bisschen drüber, wenn es euch nicht stört. Weil ich muss hier schnellstens durch, ohne getroffen zu werden am besten. Also, es wäre nett, wenn ihr mich auch durchlässt. Danke. Boah. Aber vieles vom Level-Design ist einfach nur so alles das Gleiche. Immer nur weitergehen und weitergehen und so. All das, ne? Bisschen boring. Yay! Fernsquare gewonnen und so. Juhu! Yippie! Yay!
Ah, zu weit. Aber jetzt haben wir mal einen großen Stern. Ja, dann macht genau das, was ich mir dachte. Okay. Okay, okay. Du, 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 du. Und das Level hier kriegen wir auch noch hin. Und endlich kriegen wir die letzte Ability. Ice Ability. Und warum wird Kirby nur ganz kurz blau? Normalerweise ist es dann komplett blau. Hier anscheinend nicht. Aber das hier war, glaube ich, in Kirby's Adventure, meine ich, meine Lieblings-Ability. War einfach super nützlich. Und ja, hier ist sie, also bisher in diesem Level zumindest, nicht so vorteilhaft, wie ich es mir erhofft habe. Aber vielleicht kommt das ja noch. Krieg ich einen Buddy? Ja. Nicht wegrennen hier. Okay, die bleiben da stehen. Ja, eigentlich gibt es ja hier wieder nur eine Antwort, weil die sind alle super langsam. Nur Rick nicht. Rick ist hier nicht langsam. Nee, doch. Ist er doch langsam? Was sind eigentlich auch Ice Abilities? Ja, okay, das ist einfach nur ganz normal. Aber ich find's lustig, wie er daran dreht. Tju, tju. Er malt. Lustig. Nein, weg da! Oh, das ist super. Ich glaube, den nehme ich. Oh, so ein Schneemann. Wir werden einfach zu Stein. Mehr ist es nicht. Das sieht süß aus. Aber ganz ehrlich, das hier finde ich am besten. Mit Nago. Aua, aber jetzt nicht sterben, ne? Mir wird hier wenig zugehört. Na gut. Dann hole ich dich halt nochmal. Komm her. Ah, jetzt ist meine Ability weg. Nein. Wo krieg ich denn die Eis-Ability wieder? Ich muss nochmal zurückrennen. Ich muss nochmal schnell zurückrennen. Ah, ich hab das für euch. Hey Leute. Wie geht's denn euch so? Ich chill hier nur so ein bisschen ganz oben auf der Map. Ohne irgendeinen Gegner in Sicht. Niemand, der mich aufhalten kann. Ganz gechillt. Ganz easy, locker. Katzenpower! Aua! Leider wurde die Katze kurz aufgehalten, aber Abenteuer geht sofort. Aua! Oh nein! Weiter! Ja! Knappes Ding. Und mir fehlen wieder die Leben. Oh nein. Boah, wie gemein. Wie gemein. Ich hoffe, wir schaffen das Level überhaupt noch in dieser Folge. Haben wir die Stachelbelit eigentlich schon mal mit Nago gesehen? Nee, aber nicht. Was zum Teufel, Kirby, was passiert mit dir? Aber das ist auch eine coole Ability. Ohne Witz, das ist echt cool. Ja. Jetzt bitte nicht sterben. Aufpassen, da sind Stacheln, da sterben wir dran. Und weg mit dir. Okay, jetzt muss ich ein bisschen skillen. Auch wenn ich keinen Skill habe in Kirby-Spielen. Muss ich trotzdem jetzt versuchen zu skillen. Oh nein. Oh nein. Verpiss dich. Oh mein Gott. Das brauche ich dringend. Oh! Das wäre eine Falle gewesen. Aber ich bin ausgewichen und bin vollkommen geheilt. Wir sind ein Dream Team. Er und ich. Wir sind beide ein Dream Team. Und was ist das? Scrolling Level. Aber unten war noch ein Weg. Sag mir nicht, das ist wieder so ein Labyrinth. Nicht schon wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und das wird so nervig. Wie noch nie, ja. Ich greife schon mal vorderein an. Ich könnte da hochspringen, aber ich gehe mal unten lang. Vielleicht ist ja die Reihenfolge von letztem Mal oben, unten, Mitte. Ungefähr. Ich vertraue dir mal, vielleicht. Ist es ja so. Oh. Oh, okay, nee, es war falsch. Wahrscheinlich was oben. Weil jetzt bin ich hier unten und der ist eins über mir. Okay. Na gut, dann muss ich das halt beim nächsten Mal nochmal versuchen. Weil ich glaube, hier ist das Level jetzt vorbei. Aua. Wie komme ich denn da durch? Achso, mit dem Besen. Wo hast du denn hier einen Besen? Hä? Wo gab es in diesem Level die Besen-Ability? Das würde ich gerne mal wissen. Haut mal ab hier. Es sind so viele.
verdammt viele! Ah, weg hier! Wo ist denn des Levels? Ich muss ja raus! Aber das kann ich zerstören. Wir kommen dazu. Heilung! Das wäre auch dringend nötig. Bonk. Ach komm. Das ist genau das Level-Design, wovon ich rede. Es ist immer nur das gleiche. Nur halt hier und da ändert sich mein Gegner einmal oder zweimal. Und das war's. Das finde ich halt sehr boring in diesem Spiel, muss ich sagen. Hier kriegst du noch meine Steine. Mit der Steine bietet sich das. Aber das interessiert mich jetzt nicht genug, dass ich das mache. Bitte lass mich einfach alle in Ruhe! Ah! Schwendet! Ducken! Los, Pinball, Kirby, wir müssen hier weg! Ach, ist das Ziel, endlich! Ich kann die Folge noch nicht beenden, denn das muss ich jetzt erstmal herausfinden. Wow. Okay, so wie ich gedacht habe, scheint wohl doch der falsche Weg zu sein. Und zwar soll ich erstmal, weil es schwerer ist, nach unten zu kommen, erstmal unten lang gehen. Bitte greif mich jetzt nicht an. Verdammt. Das ist nicht einfach, hier durchzukommen. Unterer Weg ist offensichtlich schwieriger. Dann oben. Ah, verdammt. Verschwindet. Wo sind wir eigentlich? Ein Treibsand oder? Irgendwo unter Wasser. Auf jeden Fall. Aber es sieht halt irgendwie aus, als wären wir ein Treibsand oder sowas. Da können wir aber nicht so lange überleben. Und dann Mitte. Ich glaube, dann war es Mitte. Weil das Ding war ja in der Mitte. Bin mir aber nicht sicher, ob das richtig ist mit am Anfang nach unten gehen. Das hat mir nur der Guide gesagt, den ich gerade nachgeschaut habe. Und dann, wenn man durch die Mitte geht, guck mal, das ist nicht einfach so geschenkt. Man hat ja erstmal einen Bosskampf gegen einen Broom. Der aber eigentlich ziemlich einfach ist, wie ihr seht. Also, das war der Kampf. Und jetzt können wir ein bisschen drüber sliden. Mit unserer Kirby-Matte. Und so kriegen wir dieses Püppchen. Und können jetzt einfach... Ah, so kriegt man... Ja, das habe ich auch schon gefragt. Wie kriegt man da die Ability? Ja, jetzt können wir einfach ganz gechillt hier rüber sliden. Und das Level easy gechillt. Hoffentlich beenden. Vielleicht noch ein One-Up hier oder da einsacken. Hoffentlich nicht mehr sterben. Und uns dann in der nächsten Folge wiedersehen in Kirby's Dream Land 3. Ich gehe jetzt noch schnell die Belohnung abgeben. Und das war's. Boah, das ist so gut funktioniert, hätte ich auch nicht gedacht. Wow. Es sieht immer so close aus. Vorhin habe ich auch Damage bekommen. Ich weiß aber nicht warum. Aber jetzt gerade klappt es eigentlich. Knapp. Nice. Kennt man die eigentlich? Ich weiß es nicht. Whatever. Bis zum nächsten Mal.